Vor 2 Wochen habe ich euch erzählt, dass ich eine Review-Anfrage abgelehnt habe, weil das Produkt, das mir angeboten wurde, nicht passte. Kurz darauf habe ich eine weitere Anfrage bekommen. Aber diesmal für etwas, das ich sowieso ständig brauche. Licht. Moin, liebe Leute! Wer von euch auch fotografiert oder Videos dreht, weiß, dass Licht das A und O für eine gute Aufnahme ist. Deshalb vielen Dank an die Firma Ulanzi, die mir diese VGIM R70 RGB Videoleuchte zugeschickt hat. Ich musste dafür nichts bezahlen, aber ich wurde auch nicht dafür bezahlt, ein reines Werbevideo zu machen. Deshalb werde ich euch in diesem Video meine ehrliche Meinung über diese LED-Leuchte geben und euch sagen, was ich daran geil finde und was ich nicht so geil finde. Los geht's! Aktuell gibt es diese Videoleuchte bei Amazon für rund 76 Euro. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Für die 76 Euro bekommt ihr die Leuchte selbst, logisch, die offenbar komplett aus Metall besteht, übrigens, und sich dadurch sehr wertig anfühlt. Ein USB-C-Ladekabel zum Laden des Akkus, eine Kurzanleitung und einen Blitzschuhadapter. Damit könnt ihr das Ganze zum Beispiel auf eurer Kamera befestigen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Die Akkulaufzeit ist abhängig von der eingestellten Helligkeit der LEDs mit 2,5 bis 10 Stunden angegeben. An der Seite gibt es 2 Buttons und 2 Einstellräder. Damit schaltet ihr das Licht ein und aus, wechselt zwischen den 3 unterschiedlichen Modi und stellt Farbe, Sättigung und Helligkeit des Lichts ein. Das Ganze ist nicht sehr intuitiv, aber wenn man die Funktionsweise erstmal verstanden hat, dann ist eigentlich alles ganz logisch. Auf der Rückseite haben wir dieses Display, auf dem die Einstellungen, die wir mit den Rädchen gemacht haben und die gewählte Betriebsart sehr klar und übersichtlich angezeigt werden. Wie gesagt, gibt es 3 Betriebsarten, den CCT-Modus, den RGB-Modus und den Effekt-Modus mit 20 vordefinierten Presets. CCT steht für Correlated Color Temperature. Im CCT-Modus gibt es nur weißes Licht, das sich in der Helligkeit und in der Farbtemperatur verändern lässt. Und zwar von 2700 bis 8500 Kelvin, wenn man einen eher kühleren Farblook möchte. Zusätzlich kann man in jeder Farbstufe, in jeder Farbtemperaturstufe und Helligkeitsstufe auch noch den Grün- und Magenta-Anteil anpassen. Das ist sicherlich in manchen Fällen sinnvoll und hilfreich. HSI oder HSI steht für Hue, Saturation und Intensity, also Farbton, Sättigung und Intensität. Denn genau das ist es, was man in diesem Modus einstellen kann. Also quasi alles, was die 158 LEDs an Farbe, Farbkraft und Helligkeit hergeben. Und zwar stufenlos und in allen erdenklichen Kombinationen. Der 3. Modus ist der Effektmodus. 20 vordefinierte Effekte sind hier abrufbar. Ich will euch jetzt nicht alle 20 Presets zeigen, aber wenn wir das Licht schon mal haben, auf jeden Fall ein paar davon. Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen sei, dass sich die Ausbreitung des Virus deutlich... Deutschland steht im Kampf gegen die Corona-Pandemie offenbar. Impf- und Wirkstoffe gegen das neuartige Coronavirus.
sehr cool, wie ich finde. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass man diese Presets nicht bearbeiten kann. Der Cop Car und der Ambulance-Effekt sind zum Beispiel an amerikanische Polizei- und Krankenwagen angelehnt. Deshalb die roten Lichteffekte in diesen beiden Presets. Außerdem ist die Bedienung mit diesen beiden Knöpfen und Drehreglern hier an der Seite, ich habe schon gesagt, nicht sehr intuitiv. Und die Bedienungsanleitung gibt es leider nur auf Englisch und Chinesisch. Eindeutige Pros sind aber die enorme Flexibilität durch diesen variablen Arm hier an der Seite, den man sowohl auf einem Stativ befestigen kann, den man aber auch selbst zu einem Stativ machen kann, wenn man keins hat. Außerdem gibt es 5 Standardgewindebohrungen und einen Blitzschuh, auf den man zum Beispiel ein Mikrofon noch stecken kann oder sowas. Und das Gehäuse ist magnetisch, das heißt, es lässt sich auch ganz einfach irgendwo an einer Metallfläche fixieren. Ganz nett ist auch diese Farbskala hier am Rand mit den entsprechenden Werten. Das hat aber wohl eher optische Gründe, schätze ich mal, weil es in der Regel viel schneller gehen sollte, einfach an dem Rädchen hier an der Seite zu drehen und zu gucken, wie sich die Farben verändern. Unterm Strich bin ich aber froh, dieses kleine Kraftwerk ab jetzt immer dabei zu haben. Es ist gut durchdacht, kompakt, leistungsfähig, flexibel, sieht gut aus und fasst sich gut an. Und für knapp unter 80 Euro ist es zwar kein Schnäppchen, aber mit den verfügbaren Features auf jeden Fall jeden Euro wert. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann schreib mir in die Kommentare, ob du solche Videos wie das hier hilfreich findest und ob du künftig vielleicht sogar mehr davon willst. Oder ob du vielleicht zu denen gehörst, die diese Art Videos eher nervig finden. Ich meine, du musst es dir ja nicht ansehen. Schreib es in die Kommentare und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin.